Hallo, ich bin's wieder, euer Tute, zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute zwei Dinge. Zum einen, wie ihr den Multiplayer-Notruf 112 Teil 2 reparieren könnt oder die Portfreigabe aktiviert. Und wie ihr einige Einstellungen vornehmen könnt, um zum Beispiel die Fahrzeugprüfung am Anfang der Schicht zu überspringen, das Intro zu überspringen und auch die Uhrzeit im Spiel zu ändern. Also bleibt dran. Zuerst mal den Multiplayer reparieren. Dazu geht ihr in euer Browser rein und geht auf die Seite, wenn ihr eine Fritzbox habt, fritz.box. Ich erkläre das Ganze nur für die Fritzbox, da die meisten eine Fritzbox haben und es bei anderen Routern ähnlich funktionieren wird. Ihr meldet euch da einmal an mit eurem Kennwort. Das ist nicht das WLAN-Passwort, sondern das Kennwort hat der vielleicht eure Eltern, wenn ihr es selber nicht habt, oder dann müsst ihr mal nachgucken in irgendeinem Ordner daheim. Das ist nicht das WLAN-Kennwort. Dann geht ihr hier auf Internet, Freigaben, und dann das Portfreigaben auf Geräte für Freigaben hinzufügen. Wählt dann hier euren PC aus. Dann müsst ihr natürlich wissen, wie er heißt. Das ist in dem Fall dieser hier bei mir. Geht dann auf Neue Freigabe und wählt als Anwendung Andere Anwendung. Entschuldigung, jetzt geht ihr auf Portfreigabe und wählt bei Anwendung Andere Anwendung und gebt am besten hier ein Notruf 2 Multiplayer, damit ihr nachher später wisst in der Liste, wofür habe ich das damals freigegeben. Und wenn ihr Notruf nicht mehr spielt, könnt ihr es wieder rausnehmen und dann ist es nicht mehr aktiv. Protokollart ist TCP, also TCP. Und ich nehme in dem Fall den Port 2300. Und den trage ich dann hier überall einmal ein und sage Freigabe aktivieren für IPv4 und IPv6. Diesen Port müsst ihr euch merken, wenn ihr denselben nehmt wie ich, müsst ihr dann diesen Port in-game als Host angeben. Das heißt, wenn ihr ein Spiel dann hostet, müsst ihr dann diesen Port benutzen, dann weil genau dieser Port ist bei euch freigeschalten. Gebt ihr nicht zu viel an, denn umso mehr Ports man öffnet, umso gefährlicher könnte es sein, denn jeder offene Port ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko für den PC. Also wirklich nur so viel wie nötig, maximal. Genau. Klickt auf OK. Nochmal auf OK. Jetzt seht ihr hier, ist gespeichert. Könnt auch die selbstständige Portfreigabe aktivieren und das übernehmen. Und seht hier, der Port ist einmal extern vergeben und in IPv4 und IPv6. Das ist euer Gerät. Und damit sollte der Multiplayer wieder funktionieren. Jetzt könnt ihr eigene Spiele hosten. Um jetzt in-game einige Einstellungen vorzunehmen, packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Das müsst ihr einmal runterladen. Das ist ein Dokument. Das könnt ihr einfach mit irgendeinem Editor öffnen, den ihr bei euch habt. Und dann seid ihr hier drin und könnt einige Einstellungen vornehmen. Der ist schon standardmäßig so umgestellt, dass jetzt zum Beispiel beim Schichtbeginn, das könnt ihr hier sehen, Skip Vehicle Check ist auf True, das heißt, der Vehicle Check zu Beginn jeder Schicht wird übersprungen. Ihr könnt auch die Routine überspringen, dass man antreten muss, und das Intro überspringen, das heißt, die Intro-Sequenz wird auch übersprungen. Kann man hier das einstellen. Dann kann man hier die Schichtbeginne einstellen. Das ist einmal die Startzeit der Schicht, die Länge der Schicht, und wie viele Stunden danach Pause gemacht wird nach der Schicht. Das heißt, wenn man nämlich immer wieder in die gleiche Runde reingeht und immer wieder laden klickt und nicht neu starten, dann spielt man so lange durch, bis man hier am Ende ankommt, dann irgendwann auch die Schicht um 18 Uhr. Und nach jeder Schicht dann 24 Stunden Pause, genau, um die Wochentage dann anzugeben. Das heißt, einfach hier in der ersten Schicht, dann ist am relevantesten wahrscheinlich, dann die Uhrzeit ändern auf 18 Uhr und dann wird die nächste Schicht, wenn ihr zum nächsten Mal neu startet, nicht die Runde fortsetzt, sondern neu startet, zu der entsprechenden Uhrzeit starten, wird so lange gehen und nach der Schicht wird bis zu dieser Schicht so lange Pause gemacht. Hier könnt ihr einstellen, ob Missionen automatisch generiert werden sollen. Das würde ich auf jeden Fall aktivieren. Und hier könnt ihr die Minuten einstellen, zwischen denen ein Einsatz generiert wird im Durchschnitt. Das heißt, alle 1 bis 3 Minuten wird bei mir ein Einsatz generiert. Das ist standardmäßig auf 5 Minuten gestellt. Könnt ihr dann ein bisschen reduzieren oder auch mal erhöhen, wenn ihr nicht so oft Einsätze haben wollt. Das hier unten ist erstmal recht uninteressant. Da würde ich nicht so viel rumtesten. Ihr könnt ein bisschen rumspielen, aber auf jeden Fall, bevor ihr das macht, ein Backup anlegen von der Datei. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, dann das auf jeden Fall ein Backup haben, dass man es wieder zurücksetzen kann. Oder die Datei nochmal neu runterladen von dem Link. Aber ich würde euch hier empfehlen, nichts zu ändern, weil sonst könnte das weitreichende Auswirkungen haben auf euer ganzes Spiel. Dann fehlt der ELW oder dann fehlt das LF24 und so weiter. Aber hier werden auf jeden Fall die Besatzungen gespawnt und die Fahrzeuge gespawnt. Genau. Wenn ihr es bearbeitet habt, einmal abspeichern die Datei und dann wieder schließen. Und dann geht ihr in den folgenden Ordner rein. Den Pfad packe ich euch in die Beschreibung. Dieser PC, dann die Festplatte, wo euer Steam installiert ist. Das könnt ihr ganz einfach gucken, indem ihr in Notruf Rechtsklick auf Notruf macht. Eigenschaften. Lokale Dateien. Und dann durchsuchen. Dann kommt ihr auch direkt in diesen Ordner rein. Der heißt nicht Notruf 2, sondern Schlauchspiel 2. Warum auch immer. Ist halt so. Geht auf Game Data. Und jetzt müsst ihr das Spiel geschlossen haben, lasst es bitte nicht offen währenddessen, macht das Spiel zu in Notruf 2 und zieht jetzt aus eurem Download-Ordner diese Game-Loop-Datei hier rein.
einmal hier rein verschieben. Die gibt es ja schon. Also ganz wichtig in diesen Game-Datei-Unterordner. Da legt ihr schon die Datei gameloop.cs und die gleiche Datei, die heißt nämlich genau gleich, da reinziehen und abspeichern. Datei ersetzen. Und dann habt ihr die Einstellungen übernommen und könnt ihr jederzeit wieder anpassen. Aber davor ist ganz wichtig, bevor ihr das da reinspeichert, macht am besten eine Kopie von der Datei, die da schon drin ist. Und speichert die irgendwo anders auf eurem Computer ab. Mit diesen Einstellungen könnt ihr dann eben die Uhrzeit ändern und auch eben den Schichtbeginn überspringen, damit es nicht jedes Mal so lange lädt. Das war's von mir, lasst mir sehr gerne ein Abo da, das würde mich mega freuen. Ich werde nämlich noch sehr viele Videos machen zu Notruf 2 und auch Streams. Ich kann den Kauf leider aktuell noch nicht empfehlen. Es gibt sehr viele Bugs, aber die Entwickler sind eifrig dran, diese so schnell wie möglich zu beheben. Dass hier in Kürze auch ein Spielerlebnis da ist, was uns alle zufrieden stellt. Die Entwickler sind selber nicht zufrieden, das haben sie gesagt, und sie würden gerne, dass das Spiel funktioniert. Deshalb werden sie so schnell wie möglich Patches veröffentlichen, dass eben die ganzen Bugs behoben werden. Wenn es soweit ist, mache ich euch ein Update-Video und werde dann nochmal erzählen, was sich getan hat, welche Patches jetzt rauskamen, ob sich viel optimiert hat und wie es aussieht. Bis dahin, freut mich über ein Like, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!